Hier geht's! Nicht nach unten. Hier geht's nach unten, das nutzen wir doch gleich. Schaffe ich das? Ja! Freude Hirsch! Ich habe ein neues Kartteil, kam gerade vorhin in der letzten Aufnahme. Und somit willkommen zu Mario Kart 7. Wir spielen! Ach mal mit Daisy. Daisy, hallo mit Peach! Wir machen jetzt mal Schubokute. Alles Butter auf dem Kutter. Nee, alles Lot auf dem Boot. Alles Butter auf dem Kutter. Captain Blaubeer, Leute. Ich bin Schweizer, ich kann es nicht so gut. Aber ich glaube, wir machen hier mal die Schleifenkiste, oder? Das hat irgendwas für Daisy. Daisy gibt ja hier auch noch, oder? Voll die Gille. Nein, nicht für Peach. Hier machen wir die Kleinen. Ja. Ich weiß, es ist voll Stereotyp. Es tut mir leid. Okay, neue Strecke wollen wir sehen. Dann tun wir es doch. Ha, ich freue mich so. Und dann noch in HD. Okay, aus Wii Resort, ne? Die obligatorische städtische Piste oder Eilandpiste oder wie auch immer. Okay, dann kann es ja losgehen. Ich finde es so schade. Gut, das war ja sowieso erst bei Mario Kart 8 der Fall. Dass man zuerst immer von vorne sah. Da sah man ja die Charaktere in die Kamera. Ey! Linsen. Das sah so gut aus. Sieht so gut aus. Aber gut, es ist ja vorher. Und mal sehen, ob ich den Pilz gebrauchen kann. Kann ich den hier gebrauchen? Nein. Aber jetzt nutze ich den noch nicht. Ah, hier! Yes! Das hat sich doch gelohnt. Ja, ich gehe mal hier. Koopa, was machst denn du hier? Hallo, grüß dich, alte Socke. So, ich bin mir nicht sicher, ob ich da runter will. Der ist auf mich zugelassen, dumme Sauhund. Alter. Gut, ach, das sind Abschnitte. Okay, und hier soll es irgendwo nach unten gehen, oder? Aber ich sehe noch nicht mal was. Hier geht's! Nicht nach unten. Hier geht's nach unten, das müssen wir doch gleich. Münzen. Ja. Ja. Geht's auch. Donkey Kong hat meinen Trick geklaut. Böse, Donkey Kong, böse. Wow, why? Ja. Nein, da gehe ich nicht runter, das wird nichts sein. Ey, ich dachte, ich hätte ein Item bekommen, hallo? Peach hat voll die direkte Steuerung, merke ich gerade. Mario und Luigi hatten die nicht. Peach hat die. So, ich schütze mich hier mal. Frauen schützt euch. Ach, nett. So ein Handkuss nach hinten. Oh, das ist so nett. Gut, ich mag Peach nicht so. Ich glaube, die hat sich damit abge... Ach so, ja, das sind der Abschnitt. Ich dachte, die habe ich beim ersten Mal... Ach, die Klangkutsche ist auch dabei. Ach so. Du kannst mich gerne haben mit deinen Feuerbällen, weißt du das? Ich fahr doch nicht auf sowas ein. Aber hier gibt es gar keine Motorräder, oder? Am ersten Mal habe ich irgendwie was gesagt vom Motorräder, glaube ich. Nein, gibt es hier natürlich nicht. Aber was, es gibt Spaß und Huckler, sorry. Peach Piste! Nein, Marios Piste. Aber sie hätten sie ja genauso gut Peach-Piste nennen können, oder? Meine ja nur. Aber gut, lass mir es sein. Ich meine, legen wir los. Thema beiseite, legen wir los. Ja gut, war kurz am Gas. Also, es klingt besser am Anfang. Da-da-da! Fällt mir immer Lego Island ein. Kennt das noch jemand? Ach, das war ein schönes Spiel. Muss ich mal wieder wie mir wieder sorgen. Wuschi! Wow! Ja, hier haben die alle Heimvorteile. Ne, Bowser? Ne, der ist nicht so oft hier. Er ist Peach also öfter bei Bowser zu Hause als Bowser bei Peach. Aber Mario ganz sicher. Ach, sieht das schön aus. Oh, sieht das... Nein, warte mal, welcher Titel war aktuell damals?
New Super Mario Bros. Ey! Bros. 2, glaube ich, oder? Kam eigentlich Mario Kart 7 ziemlich früh in der 3DS-Ära? Ich weiß jetzt gar nicht genau. Naja, jedenfalls hat sie sehr viel Retro-Charme. Extrem. Och, come on, Bursche. Hast du das? Nein, aber den hat er erwischt. Geschieht dir ganz recht. Was machst du hier überhaupt? Mach, wenn du wegkommst. Ich brauche keinen Begleiter hier. Ich kann selber fahren. Und du auch. Geh deinen Lohn abholen und steh mich nicht im Weg. Du Bedienstete. Ach, hör mal auf mit Tauze, ja. Werde! Hör mal auf. Ich kann Tauze auch nicht nachmachen. Ich mache immer so. Aber die macht man nicht so, oder? Mach mal Tauze nach. I'm the best! Nein, ich mache die mir. Das ist ein räudiger Hund, mache ich da immer. Das wollte ich hier. Juhu, das hat vorhin noch nicht funktioniert, oder? Ach, Schnauze. Dort. Nein, die klingen nicht so, wie mit Klingeln, Code. Ich kann das nicht. Ich kann die Codes nicht nachmachen. Da. Oder da. Da. Nämlich so. Keine Ahnung. Ist mir auch wurscht. Ich habe ja 10, ja. Toad, pass auf, was du machst. Du wirst auch einen Monatslohn bekommen, oder? Es gibt ja eben so ein neues Mem, ne? Wo Toad ja nur einen Hut dann hat und als er den Hut nimmt, sieht man, dass die Augen eigentlich nur seine Nasenlöcher sind. Und so große, blaue, schräge Gollum-Augen, so. Na gut, macht mir bei mir Toad nicht mehr und weniger attraktiv. Wuschi! So, den kannst du haben. Ah, nicht mal getroffen. Das ist natürlich ein Unfall gewesen, wenn ich den Toad getroffen habe. Nett, Bitch, schieß doch ihre Besitzenden nicht ab. So, nächstes Rennen. Jetzt habe ich das Haar aus dem Auge gekickt. Ach, die Instrumentalpiste. Ich kenne die so gut. Nicht, dass ich sie gut kennen will. Aber die einprägsamste Strecke von der Switch-Version. Na so. Nach der 2 aufs Gas. Und ich habe keine. Alles klar. Ey. Was ist für Ebbe? Na, wartet. Ich kann auch sowas. Yes, sure. Nein! Ja, genau. Slalom fahren, das kann man. Boah, kannst du dann Pause gehen? Also nein. DK! Halt den Backen. Halt die Backen von mir weg. Ach, ist das schön. Ach, ist das eine schöne Strecke. Ja, sie hat was. Und, gerade noch geschafft. An dem gehen wir vorbei. An dem gehen wir nicht fliegen vorbei. Dann den gehen wir vorbei. Machen die in der Switch-Version nicht so ein böses Face, wenn sie auf so BOM, so und so, das BOM, mach hier, BOM. Ja, also nicht böse wie die Twomps, aber so, weißt du, was ich meine? Dankeschön, du sagst, wer war das? Weil das ist so richtig schön gedriftet habe. Aber die Idee ist gut, die Idee ist originell, das finde ich gut. Keine so 0 auf 15.000ste Mario-Piste, sondern mal wirklich was anderes. Das finde ich so schön. Und sie nimmt sich der Switch-Version grafisch hier nicht mal wieder weg. Oder? Finde ich. So, ich habe gern eine Banania-Marsch. Sagt Daisy sicher gern. Nein, wie heißt sie? Pauline. Nein, Pauline. Im Gegensatz zu Peach nur einmal, glaube ich, empfiehlt worden oder ganz selten. Das ist Bürgermeister New Donk City und alles. Nicht so wie Peach, die. Ach, hören wir auf mit Peach. Aber wenigstens steigern sich Nintendo mit den Prinzessinnen, ne? Das sah gerade so gut aus mit den Piranhas. Ich meine, Peach, die erste.
Nein, genau genommen war Pauline die erste, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Also ist gewöhnlich, sagt man. Also gut, Pauline war ja, da war ja Mario auch noch nicht Mario, da war ja der Jumpman, ne? Aber Peach war ja die erste als Mario, ne? Mario-Spiel. Mario, Pauline war in Donkey Kong und die Mario Arcade nicht. Und Peach, ich mir empfiehlt, alle drei Monate, wenn ein Spiel rauskommt, ist sie empfiehlt. Sonst gäbe es ja kein Spiel, ne? Und also ist mein Stuhl, der quietscht. Und dann kam Daisy mit Mario Land und die wird ja auch befreit, aber seitdem ist sie so ein bisschen burschikos, ne? So das Draufgänger, die. Ach, ich mag Daisy. Und dann natürlich Rosalina. Oh, Rosalina ist mein Liebling. Ach, wer ist ein Liebling schon in den modernen und so? Klar, schon ein Kleid, aber also nicht zum modern, so mit Sport BH und Turnschuhen, aber so anti-Peach meine ich. So anti-Peachig. Wisst ihr, was ich meine? Wahrscheinlich. So. Leider ist Tanuki aber nicht so. Eine halbe Sekunde später hat es auch gereicht. Seit wann nimmt er sowas in Tanuki weg? Kann mir das jemand erklären? Er kann mir das jetzt erklären. Irgendwas habe ich jetzt hier. Ach so. Flugintensive Strecken. Passt. Zack. Zack. Heute ist diese Strecke hat mich nicht gern. Diese Strecke hat mich nicht gern. Schaffe ich das? Ja! Freude herrscht! Ja, Fledermaus. Ah, schöne Fledermäuse. Aus Mario 64, wer kennt sie nicht? Schönes Easter Egg, schöne Anspielung. Ja, Easter Egg-Anspielung, ist es dasselbe? Ich würde sagen schon. So, 8 Münzen, die brauche ich hier auch. Ey, das ist... Ach, hier, 4 funktionieren. Panzer in der Luft. Also, habe ich das jetzt so Intus von Mario Kart... Von Mario Kart 8? Dass da vieles nicht so geht, wie ich das in Erinnerung... Ja, also Mario Kart 8 habe ich eine Zeit lang echt intensiv gespielt. Also online, ich habe da wirklich versucht, Skill zu bekommen, denn ich war lange ohne Skill. Dann nehme ich Toadette mit dem Hyrule Bike und kleine Reihe und plötzlich überhole ich alle. Habe ich online sehr viele Kollegen überrascht damals. Naja, jetzt, ich habe zwar mir Deluxe gekauft, aber ich bin mir zu geizig für die Online-Mitgliedschaft und spiele es auch eigentlich nie. Leider. Ich habe so viele Spiele, die ich noch spielen wollte. Sorry, dass ich das Thema aufnehme, aber Corona, ne? Und ich habe wenigstens nicht mal ein paar Spiele mehr gespielt, die ich schon lange mal wollte. Es ist Corona, die Lockerung ist da und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe viel zu wenig Zeit für alles, was ich hobbymäßig machen möchte. Real Life. Auch wichtig, gut, dass ich jetzt überfordert werde, aber es ist doch so, dass ich denke, eigentlich hätte ich gerne ein bisschen mehr Zeit. Ein bisschen weniger, was man so tun muss, sonst und mehr, woanders sich eingeengt, eingesperrt fühle. Und ich habe da immer gesagt, ja, ich kann jetzt endlich das und das und das machen. Ne? Niemand wartet auf mich, niemand muss was von mir haben. Sonst, so. Wally Siege kann man überspringen. Die kann man überspringen. Schon mir zu leid. Aber es ist ja ohne Highlight. So, wir sind Platz 1. Das ist doch gut. Wir haben den Sternkopf freigeschaltet. Und jetzt geht's weiter mit der Retro-Strecke. Und das haben wir noch. Danke. Jetzt, wo ich mal die Aufnahme nicht beende, habe ich nichts freigespielt. So, okay, dann bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss.